Hallo und willkommen bei Frontalfilmwerke. Heute reden wir mal über Leibertan. Ah, Leibertan. Mein kleiner Hassfreund in Sachen Tarnung. Ich möchte aber hier im Vorfeld nur kurz betonen, dass es nicht viele Bilder von Leibertan und Leibertan-Gegenständen gibt. Deshalb werden sich hier viele Bilder wohl häufiger wiederholen. Leibertan haftet ein sehr nerviger Mythos an, nämlich dass es sich dabei um eine Waffen-SS-Tarnung handelt. Das ist falsch. Leibertan wurde entwickelt, um alle Tarnungen im deutschen Dienst zu ersetzen. Zumindest in Sachen Tarnbekleidung. Ich weiß nicht, wie groß die Pläne Richtung Zeltbahn waren. Das heißt, für Wehrmacht als auch Waffen-SS. Über den Mythos rund um Leibertan reden wir am Ende, beziehungsweise im dritten Teil des Videos, nochmal deutlich und auch warum ich denke, dass der existiert. Wir reden aber als erstes in diesem Video einmal über die Geschichte von Leibertan und auch damit ihr Aussehen und ihre Struktur. Dann reden wir kurz über die Quellenlage, so indirekt, aber auf jeden Fall wird das einmal kurz priorisiert. Und danach reden wir darüber, woher dieser Mythos rund um Waffen-SS, Tarnung, Leibertan kommt. Leibertan wurde entwickelt unter Professor Schick von der Abteilung T, der ein Waffen-SS-Professor war. Und involviert in dieser Abteilung T waren noch mehrere andere Mitglieder der Waffen-SS. Abteilung T arbeitete zusammen mit der Kattendruckerei Schlieper und Braun aus Wuppertal. Der Ursprung Leibertans lässt sich auf einen Mitarbeiter von Schlieper und Braun zurückführen, nämlich Helmut Leiber. Dieser patentierte die Fertigungsart und die Farbmischung des späteren Leibertans und basierend darauf wurde dann das spätere Leibertan entwickelt. Inwieweit er aber während der Entwicklung selber daran involviert war, konnte ich leider nicht vollständig rausfinden. Er ist aber auf jeden Fall der Ursprung der Tarnung, daher der Name. Ich möchte hier nur kurz hinzufügen, dass auch der Begriff Leibermuster im Austausch für Leibertan verwendet werden kann. Ich präferiere aber den Begriff Leibertan. Ich finde es sprachlich einfach besser. Der Produktionsbeginn von Leibertan begann erst am 15.01.1945. Leibertan-Gegenstände wurden primär zu Truppenversuchen in zwei Varianten produziert. Einmal eine Feldhose und eine M44-Stil. Bluse. Diese Bluse soll sich allerdings minimalistisch unterscheiden. Diese Gegenstände wurden aus passend gefärbtem Drillig gefertigt. Die Tarnung selbst bestand je nach Quelle aus 5 bis 6 Farben. Das liegt daran, dass viele der überlebenden Leibertan-Stücke stark ausgeblichen sind, beziehungsweise einfach ausgeblichen. Diese Farben sind beige, beziehungsweise gelbbeige, beziehungsweise im Englischen wird es auch tan genannt, was meines Wissens Khaki oder Santanfarben ist. Darüber käme dann eine hellgrüne Musterung, dann eine mittelgrüne Musterung in Form von Blättern, dann rotbraune Flecken und zuletzt schwarze Zackenmuster. Es soll zwischen der ersten Schicht, also der Grundschicht und dem ersten grünen Schicht auch noch eventuell eine Schicht von weißen Flecken gegeben haben. Das zumindest laut dem Online-Artikel im Forum Historicum, den ich auch in der Beschreibung verlinkt habe. Interessanterweise wird in dem allseits beliebten und sehr guten Werk zum Thema Tarnung Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht von Werner Palinkis with Dr. J.F. Borsserallo, ihr seht den Foto, eben das Weiß nicht erwähnt. Und das ist eigentlich so quasi die Tarnbibel. Selbst wenn dieses Buch noch aus den 90ern stammt, ist es mit eins der besten Werke, die man aktuell kriegt. Und da drin wird kein Weiß erwähnt. Aber auf deren Exemplaren sieht man auch nichts wirklich Weißes. Deswegen kleines Skepsis hier reinhalten. Ich gehe darauf später aber noch kurz ein. Wie schon anfangs gesagt, der Sinn und Zweck von Leibertan war es, alle bisherigen Tarnmuster zu ersetzen. Und dafür wurden halt in den ersten Truppenversuchen Blusen und Hosen hergestellt und diese an die Truppe ausgegeben. Nach dem, was man von Bildern sieht, soll das zumeist im Mai 1945 geschehen sein. Diese Bilder, die zum Teil erst in der letzten 20 Jahre gefunden worden sind, zeigen zumeist Soldaten der Wehrmacht. Oder Soldaten, die du nicht genau identifizieren kannst. Ganz bedeutsamerweise zeigen sie Soldaten in den meisten Fällen, die sich ergeben, unbewaffnet sind oder sich nur im Austausch befinden, also in keiner wirklichen Kampfhandlung. Und ich kenne ein Bild, was ich im Verlauf der Recherche zu diesem Video erst entdeckt habe, wo ein Panzermann mit einem Soldaten in Leibertan posiert. Das wär's größtenteils zur Verwendung und Entwicklung im Zweiten Weltkrieg.
Leibatan kam während des Krieges nicht groß über Versuche hinaus und wurde nur kurzzeitig bei der Truppe getragen, hauptsächlich im Raum der Tschechoslowakei. Während des Krieges soll aber wohl auch noch versuchsweise mindestens ein kompletter Winterwendeanzug in Leibatan produziert worden sein, allerdings bei weitem in nicht so großer und ausgegebener Form wie jetzt die Bluse und Hose, vermutlich eher für interne Tests. Interessanterweise verwendete nach dem Krieg die Tschechoslowakei kurz Leibatan. Sie entwickelten sogar ihre eigene Version von Leibatan, was auch viel interessanter ist, weshalb es Restbestände von der Wehrmacht kurzzeitig in tschechischer Verwendung gab. Das galt aber für viele Sachen, die auf tschechischem Boden waren und Restbestände der Wehrmacht waren. Die haben sie weiterverwendet, ob es Waffen waren, Bekleidungsstücke, Fahrzeuge etc. Aber es ist auch nur eine ganz frühe Nachkriegskiste. Lustigerweise hat auch die frühe Bundeswehr kurzzeitig mit Leibatan experimentiert, was ziemlich ulkig aussieht, finde ich, wenn man es bedenkt. Diese Version sieht aber auch wieder anders aus wie die Wehrmachtsversion, leicht anders vom Farbschemata. Aber die bekannteste und in meinen Augen nervigste Version von Leibatan ist die Schweizer aus den 50ern, die meines Wissens in der TAZ 57 Uniform getragen wurde. Und das frustriert mich ungemein. Ich kann nicht mal genau sagen, ob es ganz falsch ist, aber es sieht 1:1 aus wie die Schweizer Version, was eine Nachkriegsversion ist, was nicht zwingend identisch ist mit der Zweitweltkriegsversion, was mich unglaublich frustriert, weil ich würde euch gerne eine Repro zumindest zeigen, wo man sagen könnte, jo, das ist das. Das passt zumindest vom Muster her. Das gibt es bei vielen Sachen, dass es nicht ganz 1:1 ist, aber dass es ein ausländisches Tarn ist, was da im Prinzip reproduziert wird, ist, finde ich, äußerst lustig. Nun kommen wir aber erstmal ganz zur Quellenlage, beziehungsweise zu dem, was findet man eigentlich an Leibatan-Quellen. Es gibt die überlebenden Kleidungsstücke, hauptsächlich Blusen und Hosen und 1-2 Stücke wohl an Winterwendebekleidung. Ich habe allerdings auf einer Webseite tatsächlich eine angeblich originale Mütze entdeckt. Zumindest behauptet der Shop das. Diese Mütze sieht auch vom Tarn ziemlich vernünftig aus. Das Ding ist, es gibt keinerlei schriftliche oder Fotoquelle, wo diese benannt wird. In Sachen schriftlichen Quellen gibt es auch meines Wissens nur eine aus alliierter Seite von 1945, wobei es sich um einen Bericht über die deutschen Tarnkleidungsstücke bzw. Tarnungen handelt von einem gewissen S. Richardson. Dieser wird sowohl in der von mir vorhin genannten Online-Seite erwähnt, als auch im Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht. Dieser beschreibt halt auch wiederum nur die Bluse, Hose und die Winterwendebekleidung, die dieser auch in den Händen hielt. Deshalb sollte man auf jeden Fall bei dieser Mütze skeptisch sein. Sie kann auch nach dem Krieg produziert worden sein aus Originalstoff. In der Tschechei soll das getan worden sein mit M44-Stil Blusen, die nach dem Krieg angeblich, zumindest laut Forum Historicum, in der Tschechei produziert worden sein könnten. Alleine das sollte euch vor Augen führen, wie nervig die Quellenlage da ist. Es gibt an Sekundärliteratur Verschiedenes und in vielen zum Thema Wehrmacht wird Leibatan nicht erwähnt, weil es inoffiziell als Waffen-SS-Tarnung gilt. An Primärem gibt es vermehrt mittlerweile ein gutes Dutzend Fotos. Das ist zumindest schön, gutes Dutzend. Und diese seht ihr auch. Alle zeigen primär entweder Wehrmachtssoldaten oder Soldaten, wo du nicht deutlich erkennen kannst, zu welcher Waffengattung bzw. zu was er gehört im deutschen Bereich. Das heißt, Quellenlage ist mager und hauptsächlich Sekundärliteratur ist einfach zu kriegen oder zumindest einfach zu finden. Nun, woher kommt dann wohl aber der Mythos, dass es sich um eine Waffen-SS-Tarnung handelt? Ob das in dem Bericht über die Tarnungen von diesem Richardson drinsteht, kann ich nicht sagen. Das Problem liegt da leider eher im Bereich der Quellen selbst. Denn lange Zeit lang war nur ein Foto weit verbreitet und ich kann leider nicht sagen, welches es ist, aber ich habe eine deutliche Vermutung, weil auch ich das erst kennenlernte. Es ist das Bild, was ihr jetzt hier seht, von einem Soldaten in Leibatan-Bekleidung, der der Kamera den Rücken zuhält und eine Kartentasche trägt, vor einem Fahrrad steht und sich mit Zivilisten unterhält, vielleicht auch Partisanen, aber zumindest mit etwas, was man nicht deutlich als Militär bezeichnen könnte. Und mehr sieht man an ihm nicht. Er trägt noch eine Tarnmütze, vermutlich Splittertarn oder Telemimetico. Ich vermute eher Splittertarn. Und damit ist der Typ einfach erstmal A, Bombe, tollste Darstellung aller Zeiten, total bunt.
und zum anderen absolut nicht eindeutig datierbar. Das ist das Bild, was wahrscheinlich Prä-Internet-Zeiten auch das bekannteste war und was wahrscheinlich in dem Buch von Michael D. Beaver, Uniforms of the Waffen-SS, Volume 3, Seite 863 abgebildet ist. Das kann ich nur nicht bestätigen, weil ich das Buch nicht habe und es teuer ist. Warum ich hier gerade auf dieses Buch eingehe? Ganz simpel. Weitze hat es bei ihrer eigenen Anzeige als Quelle angegeben, dass es eine Waffen-SS-Jacke ist. So, jetzt muss ich hier leider kurz unterbrechen. Das Problem ist nun mal, dass das falsch ist. Ich habe tatsächlich per Zufall entdeckt, dass tatsächlich die Seite, wo dieses eine Bild, was in Weitze, bei Weitze zum Beispiel referenziert wird, zu ihrer Leibartan-Sache, die ihr seht, tatsächlich auf Weitze auch gezeigt wird, zumindest auch genau die Seite und der Text, den sie dazu Leibartan in diesem SS-Buch von Michael D. Beaver haben. So, diese Annonce war auch so halb das, was mich dazu gebracht hat, überhaupt dieses Video zu machen, möchte ich hinzufügen. Aber ich finde schon echt lustig, wenn das hier einfach so der Grund ist, dass eine relativ renommierte Ecke das überhaupt ist. So, hier sieht man erstmal seine Bilder. Das könnte, ja, über die Jacke hier selber will ich nicht reden, sondern über das hier. Das hier ist das Buch, Band 3. Hier steht ungefähr drin, ja, also hier, ach, ich kann erstmal bloß, wenn ich auf jeden Fall, das ist das Bild. Das ist das Bild. Das Bild zeige ich euch jetzt gleich natürlich auch gerne nochmal hier größer, weil ich das Bild nochmal separat habe. Aber hier spricht nichts, und ich meine wirklich gar nichts, dafür, dass das da ein Kerl von der Waffen-SS ist. Oder dass überhaupt wer von der Waffen-SS auf dem Bild ist. Also tut mir leid. Wenn ich mich nicht irre, im Text da unten unter, ich kann es ja auch jetzt gerade nur vergrößern, wenn ich Dings mache, steht the only known photograph of the rare Leiber Muster Camouflage uniform being worn by German Unions May 1945. To date, no other photographic evidence emerged. Ja. So, da steht nicht mal drin, von welcher Einheit er ist. Darin gibt es keinen Grund, ihn als Waffen-SSler zu betiteln. Und das ist das Bittere. Dieser Fehler ist einfach bei Weitze drin. Ich meine, es kann auch gut sein, das Buch. Es ist jetzt ein bisschen älter und ich habe vom selben Verlag, von einem anderen Autor halt auch ein sehr gutes Buch. Die sind halt alle ein bisschen älter. Und gehen wir zurück zum Olli von ein paar Tagen, als er diese Dings aufgenommen hat. Ich wollte das hier nur betonen. Man sieht das da, dieses Bild. Es ist nichts, was daran identifiziert. Yo, dieser Kerl ist Teil der Waffen-SS und das ist absolut mir fragwürdig, wie man da basierend auf diesem Foto allein sagen kann, dass das eine Waffen-SS-Tarnung ist. Wenn du jetzt mit dem Herangehensweise ist, jo, es wurde von Waffen-SS-Teilen mitentwickelt in Abteilung TEDA. Ja und nein, es wurde immer noch für Wehrmacht entwickelt. Aber gehen wir zurück zu Olli hinter der Kamera. Der wird über den Rest noch reden. Der wollte eigentlich über das andere Foto wahrscheinlich noch ein bisschen reden. Aber da cutte ich ein bisschen raus. Was es sind, war alle anderen Bilder, die ich kenne, bis auf das von mir ganz neu erst entdeckte mit dem Panzermann, lässt deutlich entnehmen, dass es entweder Wehrmachtssoldaten sind oder zumindest sich im Umfeld von Wehrmachtssoldaten bewegt haben. Wie diese hier, wo man zumindest am Rande oder sogar bei den Trägern sehen kann, dass sie Heeresuniformen tragen, beziehungsweise sogar Heeresbrustadler auf einer Jacke vermutlich. Einer scheint sogar eine Sumpfteinjacke zur Leibartonjacke zu tragen und ich finde es irgendwo schon Panne, aber auch irgendwo geil. Es scheint sogar diese seltene Sumpftarnjacke zu sein. Diese Bilder, die ich eben benannt und beschrieben habe, sind meines Wissens erst in den letzten 20 Jahren aufgetaucht. Das heißt, vorher konnte man die meisten davon nicht kennen. Ich habe eins erst auch vor kurzem gefunden. Und das ist der Punkt. Quellenlage. Es gibt nicht viel und es gibt nicht viel an Wissen. Punkt. Man hat dann das Bestmögliche draus gemacht und da es von der Waffen-SS zumindest in gewisser Form entwickelt wurde, wurde davon ausgegangen, es wurde von der Waffen-SS getragen, also kam es in ein sehr renommiertes Waffen-SS-Buch und daraufhin kam dann noch viel mehr weit rundherum, jo, es ist Waffen-SS, es wird behauptet, es ist Waffen-SS, es sei ja Waffen-SS. Ähnliches gilt für das Schnittmuster, das wird immer als M45 bei der Bluse zumindest beschrieben. Und ja, es ist was Eigenes, aber es ist immer noch relativ M44-Stil und ich habe ähnliche Schnitte schon zuvor bei anderen Tarnjacken in der Eigenfertigung gesehen. Man kann es ruhig als M45 bezeichnen, aber das ist auch ein bisschen vage. Ich weiß nicht, dass das eine offizielle Bezeichnung ist. Viele dieser M40, M45-Stil-Bezeichnungen sind alle Nachkriegsbezeichnungen. Zeitgenössisch wurden die Jacken meistens einfach nur Tarnjacken genannt. Oder halt in dem Falle Feldblusen, je nachdem, worum man gesprochen hat.
Stumpfhemd war zum Beispiel ein Wort, was sowohl als auch für eine Tarnjacke gelten konnte, als auch für einen Pullover. Das war jetzt aber erstmal genug zum Thema Begriffsgeschichte technisch gesehen. Wir reden jetzt erstmal wieder über die Sachen Mythos. Ich möchte das jetzt mit euch zusammenfassen. Ich glaube, es geht tatsächlich halt daran zurück, dass es spärlich Wissen nach dem Krieg gab, dass man sich nicht gute Informationen austauschen konnte. Potenziell hat der Verfasser des Buches halt auch nicht alle Infos gehabt, die es zu dem Zeitpunkt überhaupt verfügbar war. Manche Sachen wurden erst danach rausgefunden oder hat man erst bei den Fotos gefunden. Das sind verschiedene Sachen, die aufeinander einwirken. Dieser Irrglaube wird aber durch dieses meines Wissens gute Buch, ich habe von dem nichts Negatives gehört, gefestigt und es sogar so weit geht, dass Weize es als Quelle anbietet. Das heißt, es kann nicht komplett scheiße sein. Und dann mit dem Aufkommen des Internets hat man dann den Faktor, yo, mehr Austausch und mehr Mythen werden verbreitet. Das gilt für vieles, was rund um deutsche Darstellung passiert. Ein Haufen Quatsch wurde mit dem Internet verbreitet, aber auch ein Haufen Richtiges wurde ausgetauscht und ein Haufen wurde voneinander gelernt und ein paar Sachen wieder neu entdeckt. Und das ist eine Sache von Geschichtswissenschaft. Das passiert peu à peu und es kann immer wieder was Neues kommen, was es ersetzt. Man muss deshalb auch immer in gewisser Form offen sein. Kurz gefasst ist also der Grund des Mythos einfach fehlende Information. Sachen wurden erst verinterpretiert vermutlich und dementsprechend in einem sehr guten Buch steht das so drin und infolgedessen wurde das von anderen rezitiert und übernommen und der Mythos dadurch erst verbreitet. Das ist auch kein du böser Junge hast geglaubt, das wäre Waffen-SS-Tarnung. Es ist eher ein, seht euch das nochmal genauer an, nehmt die Lehre daraus mit, dass ihr nicht zwingend alles wisst und eventuell auch neue Erkenntnisse kommen können, die dementsprechend das Gegenteilige besagen. Ich finde zum Beispiel super, ungefähr zur selben Zeit wie das von mir vorhin erwähnte Waffen-SS-Buch erschienen ist, war schon das Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht meines Wissens im Umlauf oder kurz danach und darin wird es als Wehrmachts- bzw. als normale Tarnung für beide Seiten halt deutlich beschrieben. Ja, in dem Forum Historicum, was ich jetzt ja auch schon ein paar Mal zitiert habe, da steht als Waffen-SS-Tarnung drin. Also, auch wenn trotzdem deutlich auch da drin steht, das ist ein guter Artikel, yo, das ist Tarnung für beides. Es wird als Waffen-SS-Tarnung geschrieben. Und ich vermute zum Teil bei denen, weil erstmal A, Quellenlage und zum Teil, weil halt ein Waffen-SSler, Waffen-SS-Professor es entwickelt hat und Waffen-SS-Team mitunter. Da kann ich mir das so sehen, so yo, da kann man da argumentieren, dass es potenziell Waffen-SS ist. Aber in der aktiven Nutzung und Erprobung war es beim Heer. Und es sollte für alle sein. Deswegen ist es einfach Universaltarnung, wenn man es bezeichnen will, in dem Bereich. Das wäre es aber jetzt erstmal dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug von Leibertat für den Rest eures Lebens. Ich habe jedenfalls genug davon für heute. Deshalb kommen wir zum Abschluss. Das ist ein interessantes Thema, weil es eine Prototyp-Tarnung ist, die spät im Krieg verwendet wurde und worum sich dieser eine ganz beharrliche Mythos immer noch so ein bisschen drum bewegt und es wird auch immer noch teilweise geschürt und teilweise so genannt, ist aber auch Latte am Ende. Weil für Reenactment ist es eh kaum tauglich. Aber für euch, die Tarn interessiert sind, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch für die Reenactment interessiert natürlich. Ja. Denkt dran, bei 1000 Abonnenten kommt der große Livestream mit einer kleinen Verlosung, mit einem schönen Frontalfilmwerke-Koppelschloss und eventuell sogar einem goldenen MG-Gurtkasten mit Frontalfilmwerke-Logo. Oh. Das wär's dann aber nun wirklich für heute. Frontalfilmwerke out. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.